So, hier, fahrt mal los. Komm, hier. Bäm. Ey, das, Alter, das ist so geil. What the fuck? Das macht einfach mehr Spaß als... What the fuck? What the fuck? Das ist einfach geiler als in Watch Dogs selber. Es macht einfach viel mehr Spaß. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge auf dem Kanal. Und zwar dachte ich mir, ich stelle euch einfach mal in unregelmäßigen Abständen eine GTA 5 Mod vor. Das dachten uns der Kurt und ich, also der Zion und ich dachten uns das. Wäre eigentlich eine coole Idee. Komischerweise gleichzeitig, das ist kein Witz. Wir kamen irgendwie gleichzeitig so ein bisschen auf die Idee. Und deswegen, ja, machen wir das jetzt. Und ich stelle euch dieses Mal, oder heute stelle ich euch die Watch Dogs Mod vor. Aufmerksame Menschen werden es vielleicht schon gesehen haben. Über der Karte befindet sich eine wunderschöne Batterie. Ein Batterie-Icon. Und hier in der Welt befindet sich jede Menge Schabernack, für die man die Batterie verwenden kann. Zum Beispiel für die, die Reifen durchdrehen lässt. Es geht wirklich alle an Sachen. Es ist sogar schon fast. Es kommt eigentlich schon ans normale Watch Dogs ran. Du kannst sogar noch ein paar mehr Sachen machen. Zum Beispiel hier die Dinger blocken. Na gut, das geht in Watch Dogs auch, aber lass uns mal überraschen, da gibt es noch ein bisschen was. Wir fahren jetzt aber mal runter und machen einfach mal die Ampeln grün. So. Das Geile ist, es funktioniert tatsächlich. Und ein kleines Gimmick: Es funktioniert besser als in Watch Dogs. Autos crashen einfach realistischer als in Watch Dogs. Die Mod ist einfach irgendwie, zumindest was den Punkt betrifft, ein bisschen reifer als Watch Dogs. So, natürlich kann man auch allerhand andere Sachen machen, zum Beispiel den Wagen hier anheben. So. Genau. Lass du mich bitte da hinten hacken, danke. Oder man macht es einfach, was habe ich jetzt gemacht? Ich hätte gern die Barrikade. Okay, ich mache alles kaputt, egal. Man kann auch zum Beispiel den Hydranten aber mal loslassen. So. Geht auch alles. Oder auch hier mal den Alarm triggern. Ne, ich möchte mal nicht alles voran, hier, ne, wisst ihr Bescheid. Ich würde sagen, wir geben uns mal. Also ich habe vieles selber noch nicht probiert. Deswegen kann ich da gar nicht sagen, was man jetzt alles hacken kann, was nicht. Kann man eigentlich aus dem Auto hacken? Ah ja, okay, das geht. Okay, man kann also auch die... Das muss ich mal kurz ausprobieren. Das machen wir dann später. Jetzt fahren wir jetzt ins Ganggebiet. Achso, warte. Was wir noch machen müssen eigentlich, um das richtige Watch Dogs Feeling reinzubekommen. Müssten wir eigentlich jetzt hier richtig schön Blitz machen. Jetzt haben wir Watch Dogs Feeling. Wobei, nee, ich lasse es mal aus. Das ist sonst zu laut. Wir machen mal Clearing. Und dann regnet zumindest ein bisschen. Außerdem werden eine schöne Regentropfen-Mod sichtbar, die auch mal wieder sehr gute Arbeit macht. So, pass auf, wir fahren jetzt hier nach vorne. Und fahren dann mal hier rein. Stellen uns in den Straßenrand. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier alles anfangen können. Also, wie gesagt, ich habe viel selber noch nicht probiert. Was ist das denn da? Explode. Das probieren wir jetzt mal aus. Geil. Okay, die Mod ist echt cool. Kann auch das Licht ausmachen. Was macht denn der da hinten? Hat er mit überfahren. Ey, die Mod ist geil. Dann gibt Vollgas. Ey, die Mod ist echt cool. Ja, auch weg. Zack. So, eigentlich möchte ich zu einem Passanten, der ein Handy hat. Weil da gibt es nämlich auch noch so eine Sache, die ich echt gerne mal ausprobieren möchte. Ich habe sie nur vorhin gesehen, als ich hier rumgefahren bin. Hat er von dem ein Handy? Nee, ich glaube nicht. So, hier, fahrt mal los. Komm, hier. Bäm. Ey, das... Alter, das ist so geil. What the fuck? Das macht einfach mehr Spaß als... What the fuck? What the fuck? Oh, 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 weg, weg, weg.
Es ist einfach geiler als in Watch Dogs selber. Es macht einfach viel mehr Spaß. Alter, what the fuck? Okay. 911, oh. Okay, warte, muss ich jetzt erschießen. What the fuck? Ich wusste nicht, was das gibt. Es gibt sogar tatsächlich ein Fahndungssystem, Alter. Wie geil ist das denn? Ich muss mal ganz kurz die Polizei anmachen, ob ich dann tatsächlich einen Stern krieg. Ist es nicht sogar die Aiden Pierce-Bewegung, die er macht? Also was passiert jetzt, wenn ich hier vollläuft? Alter, ist das geil. Alter, die Mod ist unglaublich umfangreich. Ich gebe mir kurz endlich Leben, dass wir jetzt nicht gleich recken. Alter, es gibt sogar das Waffenrad. Ey, sorry, aber das ist ja mal... Die Mod ist einfach geiler als Watch Dogs selber. Alter, es gibt sogar das Fadenkreuz. So, hier. Ah, nee, warte, wollte ich gar nicht. Hier, da, Traffic Lights. Alter, ist das geil. Okay, pass auf, wir machen aber mal... Ich möchte jetzt hier nicht in eine Schießerei abdriften, deswegen, ich brauche jemanden mit einem Handy. Weil muss ich dazu auch gleich wieder Regen ausmachen, aber ich möchte jetzt einfach jemanden mit einem Handy haben. Warte, kann ich die Bahn hacken? Wenn das geht, ne? Okay. Hä? Was ist das denn bitte? Derail. Komm, entgleise. Lol. Ach scheiße, ich kann nicht auch... Ich bin so dämlich, ne? Boah, die Bahn fährt ein bisschen schnell. Das ist geil. So, pass auf, wir wollen jetzt aber mal... Vor allem sollte ich mal die Waffe wegstecken. Wir wollen es ja wie Aiden Pierce, wenn dann mit einer Pistole. Hier, die Combat Pistol. Ja, man sogar mit Schalldämpfer. Wie Aiden Pierce, Junge. Wie Aiden... Ist das, ich denke. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ich würde nur kurz gerne jetzt jemanden im Handy finden. Ich glaube, ich mache dazu mal eben den Regen aus. Wobei, jetzt hat es so eine schöne Atmosphäre irgendwie. Ey, sorry, ne, aber das kannst du wirklich mit dem Gameplay von Ubisoft vergleichen. Das sieht ja wirklich 1:1 so aus. Quasi gerade, wenn so lang läuft. Nur einfach viel geiler. Alter, das ist geil. Alter. What the fuck? Oh oh. Alter. Alter. Warte, jetzt kann ich nämlich von dem hier das Handy. Ah. Scheiße. Hier geht wieder alles. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Hier wird geschossen. Ach du Scheiße. Okay, warte mal. Ich komme jetzt zu nix, weil das ist geil. Jetzt pass auf, wir lassen einmal eben die Tankstelle explodieren. Durch den Aiden Pierce. So, jetzt laufen wir normal. Bam. Okay, das ist irgendwie geil. Alter, wie geil das ist. Wir machen mal Regen. So, jetzt ist noch geiler. Boah, ich, vielleicht merkt es gerade, wie ich die Mod am Feiern bin, aber das ist doch echt genial. Brauchen nur jemand mit einem Handy. Alter, das ist geil. Alter. Bin ja vor allem verblüfft, weil das einmal mal viel geiler ist als die eigentlich, als das eigentliche Watch Dogs selber. Halt, wisst ihr, das ist irgendwie so richtig behindert. By the way, Download-Link ist in der Beschreibung. Was ganz nebenbei.
Vorhin habe ich viele mit dem Handy gesehen. Das ist irgendwie gar nicht. Aber die Mod ist echt cool. Also wir holen uns mal kurz ein Auto. Aiden Pierce klaut die sich aber nicht auf normale Art. Aiden Pierce holt sie sich einfach. Am Straßenrand. So, Lieferwagen, Lieferwagen. Okay, nehmen wir halt einen Lieferwagen. Dann nehmen wir halt einen Lieferwagen. Und fahren damit mal in Richtung Innenstadt. Weil da müssten eigentlich welche mit dem Handy rumlaufen. So. Oh, warte mal, hier ist was. Ja, ich fahre mal außen rum. Da ist jemand mit der Zigarette. Aber nur mit der Zigarette. Bringt halt auch nicht viel. Auch niemand mit dem Handy. Hat der mit dem Handy? Nee. Hm. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz vielleicht zu den Regen ausmachen. Weil ich glaube, sonst haben die ihr Handy nicht so raus wegen dem Regen. Meinen echt macht das ja im Prinzip gar nichts mehr. Hauptsache, wir können so Sachen abchecken. Aber im Spiel geben die, glaube ich, noch ein bisschen Acht auf ihre Sachen. So, haben wir hier irgendwo... Bleiben wir mal stehen. Das hier mit einem Handy, oder? Nee. Ich bin mir sicher, finden wir jemanden mit dem Handy. Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Scheiße, scheiß R-Taste. Muss ich echt mal umbelegen. Da. Warte. Jetzt, okay, pass auf, dann holen wir uns. Da, jetzt hier, so, warte, warte, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, passt. Okay, nein, aua. Muss das sein? Ja, komm, mach, so. Okay, ich habe mir die Explosion ein bisschen größer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Schade, ich dachte, wäre ein bisschen größer. Komm, pass auf, Mann. Oh. Von wo jetzt? Von wo jetzt? Von wo denn da? Bam! Geil! So, pass auf. Eine Sache möchte ich mal eben zum Abschluss noch ausprobieren. Eine Sache. Ich glaube, ihr wisst eh, was ich machen möchte. Beziehungsweise habt ihr selber gehofft, dass ich es irgendwann mal probiere. Wir fahren jetzt hier hin. Ja, komm. So. Okay, wir machen natürlich dafür wieder Regen. Ah! An. Weil der Regen hat es einfach. Hat's einfach, ne? Pass auf, wir nehmen die Polizeiwache, ja? Heute spielen wir kein Cop, heute sind wir die Bösen und wir... Ah, nehmen wir das Polizeiauto und machen uns damit vom Acker. Oh Gott. So, komm. Ja, hier ist Aiden, lass mich mal durch. Ach komm, scheiß drauf. So. So, geben wir uns mal eben die Waffe, Fahrzeug. Ah, was? Ich labe voll Bullshit. So, okay, warte, wir müssen einmal drehen. Ey, das ist echt genial. Ich liebe die Mod jetzt schon. Die ist echt cool. Es fehlt noch ein bisschen, dass man die Autos so kampfunfähig machen kann, quasi. Dass die so qualmen oder so. Oder so Feuer fangen oder so. Das wäre noch cool. Aber, ganz echt, da kann man sich echt nicht beschweren, Alter. Für eine Mod ist das echt krass. Echt gut gemacht. So. Hier wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Toll. Wo wollte ich denn eigentlich? Da unten wollte ich hin. Egal, ist ja eh nur noch 400 Meter. Das ist geil. Ey, ich möchte die Dinger hier nicht hacken. Nein. So, komm. Ich möchte die Ampel hier hacken. Das ist geil. Es ist einfach so genial. Oh, ist einfach so genial gemacht. Also kann man sich eigentlich nicht beschweren.
Ist einmal so. So. Oh, da kommt gerade der Zug. Da. Nee, das geht tatsächlich. Lol, er dreht um. Ah. Nein, der Zug dreht um. Was mache ich denn jetzt? So eine Scheiße. Ich wollte eigentlich, dass der... Scheiße. Kann ich eigentlich die Schranken... Oder den Helikopter da oben würde ich gerne hacken. Wenn das geht. Ja, 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 reg dich mal nicht so auf. Ey. Ah. Also ich werde hier fünfmal umgefahren, Alter. Jetzt kommt da gleich wieder einer. Den Zug möchte ich gleich probieren zu hacken. Also davor können wir nochmal hier so machen. Genau, bleib am besten auf dem Gleisen stehen. Alter! Nein, nicht mich umfahren. Danke. Wo bleibt denn hier der scheiß Zug? Mann, ihr wisst doch auch, was ich probieren möchte. Jetzt, komm, scheiß Zug. Spawnen. Pass auf, wir fahren mal ein bisschen. Wir fahren mal ein bisschen die Zuggleise entlang. Guck mal, ob wir da was finden. Also ein Zug zum Beispiel. Aber hier ist aber scheiße die Richtung, weil hier kommt jetzt Industriegebiet. Oder ist hier ein Zug um die Ecke zufällig? Ne, ich glaube nicht. Okay, dann fahren wir wieder zurück. Es bringt ja eh nichts, wenn wir jetzt hier... Da kommt ein Zug. Oh Gott, oh Gott. So. Scheiße. Komm, okay, wir sind drauf. Perfekt. Ich habe nichts gesehen gerade, deswegen war es ein bisschen kompliziert. So. Bin hier hoch. Ist das geil, Alter. So. Derail. Hast du da jetzt was? Oh Gott, die fährt ein bisschen schnell. Ah. What the fuck? Okay. Warte mal. Ich muss mal kurz hinterher fahren. Ich hab da was gehört. Ja, er bleibt stehen. Da, okay. So. Ich sehe nix. Wo ist der Zugfahrer? Nee, ich möchte ihn aber eigentlich weiterfahren lassen. Aber ich glaube, das geht nicht. Okay, es geht nicht. Er ist derailed, also entgleist. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit der Mod. Richtig krasse Mod auf jeden Fall. Die ist richtig geil. Und ich würde sagen, schlagt mal in die Kommentare. Schlagt mal rein, genau. Schlagt mal in die Kommentare, in den Kommentaren vor, mein Gott. Welche Mod ich denn noch vorstellen soll. Beziehungsweise welche Mod ihr, oder welche Art der Mods ihr gerne noch sehen wollt. Dann kann ich die auch mal raussuchen. Und ansonsten würde ich sagen, kann ich jetzt eigentlich erschießen. Und ich habe das rechts, ne? Da ist eh keiner mehr drin. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in weiterer Folge von GTA 5. Bis dahin, haut da rein, macht's gut. Haut da rein, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.